Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Wir befinden uns im Ahrtal. Wir haben den 14. April 2024 und wir möchten euch vorstellen, dass es im Ahrtal doch wieder Stellplätze gibt, die man anfahren kann. Maischoss, wie auch der Nachbarort Rech, bieten wieder einen Wohnmobilstellplatz, wo wir uns niederlassen können und die schöne Landschaft genießen können. In einem zweiten Video, das wir über das Ahrtal mit der Umgebung online stellen, könnt ihr sehen, was man hier alles machen kann. Es gibt auch eine Stellplatzvorstellung natürlich von Maischoss, vom Nachbarort, und den in Rech, den zeigen wir euch jetzt. Der Platz wurde etwas verlegt, er liegt am Ortsrand auf einem geschotterten Gelände. Du hast davor nur noch Wiese und die Ahr mit dem Blick auf den bewaldeten Berg und im Hintergrund die Weinberge. Hier ist es sehr, sehr ruhig. Der Ortskern ist aber relativ schnell über eine neue Behelfsbrücke zu erreichen. Und im Ort auf ungefähr der Höhe der Brücke ist schon ein gutes Restaurant wieder geöffnet, das eine schöne Karte mit sehr moderaten Preisen anbietet. Terrasse draußen zu sitzen ist da, aber wir zeigen euch gleich noch ein paar Impressionen vorne vom Ort, bevor wir nach Hause fahren. Jetzt geht's erstmal zum Platz. Der Stellplatz verfügt über 26 Stellmöglichkeiten für komplett autarke Geräte, sprich Fahrzeuge, also Wohnmobile. Der Platz ist geschottert, relativ uneben aber, mit leichtem Gefälle, wenn meine Brille mich nicht täuscht. Aber ihr könnt hier halt sehr ruhig und entspannt stehen. Es gibt nur eine Müllentsorgung, eine Mülltonne für den Restmüll und eine für gelbe Tonne. Ansonsten habt ihr an der Stelle auf diesem Wohnmobilstellplatz keine Ver- und Entsorgemöglichkeiten, also kein Strom, keine Entleerung der Toilette, des Grauwassers und auch keine Frischwasserversorgung. Es ist ein Anfang. Viele wollen ja autark sein. Hier kann man es auch nutzen, dass man autark ist und der Gemeinde Rech somit unter die Arme greifen, den Wiederaufbau auch hier wieder voranzutreiben und das einst bekannte Touristikziel wieder dahin zu bringen, wo es mal stand. Die Vinothek ist immer noch Baustelle, wird abgerissen, die als bekanntes Domizil für gute Küche und gute Weine stand. Es ist auf andere Location ausgeweitet worden. Also von daher ist eine Infrastruktur wieder im Aufbau und auch möglich. Wir fahren mit euch gleich noch eine kleine Runde hinten durch den Ort. Wenn ihr auf den Stellplatz kommt, wenn ihr durch den Ort fahrt, an der Bushaltestelle und dem großen Wanderparkplatz Richtung Behelfsbrücke abbiegen und schon seid ihr hier auf dem Stellplatz. Der Stellplatz kostet eine Übernachtungsgebühr von 6 Euro, die beim Betreiber, der hier seine Runden in den Abendstunden dreht, also später Nachmittag, Abendstunden, zu entrichten sind. Eine Höchstaufenthaltsdauer gibt es nicht. Solange ihr autark stehen könnt und wollt, könnt ihr hier bleiben. Es hat den Vorteil, sollten die Stellplätze oder Campingplätze in den angrenzenden Orten, die wieder geöffnet haben, belegt sein, habt ihr hier immer noch relativ gut die Möglichkeit, einen freien Platz zu bekommen. Habe ich auch gesehen, wir stehen ja in Maischoss aktuell, dass gestern viele nach hier weitergefahren sind, die wir nämlich hier getroffen haben. Es ist schon später Nachmittag, von daher der Platz war schon angenommen und auch belegter als jetzt, wie noch mit, ich glaube, 2 oder 3 Wohnmobile. Wir haben schon fürs 15 Uhr, das heißt, die meisten sind ja auch schon nach Hause gefahren. Ja, Grillen, Hunde, die Internetseite des Betreibers hat einen Verbindungsfehler, baut nicht auf, in Promobil steht auch nichts weiter. Wir haben eine Bushaltestelle vorne an der Hauptstraße. Von daher kommt ihr hier auch relativ schnell nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das sind von hier noch circa 5 oder 6 Kilometer. Ihr könnt mit dem Rad hinfahren, ihr könnt wandern. Also definitiv ein guter Stopp fürs Wochenende. Wir nehmen euch einfach mal mit aufs Rad.
fahren nochmal am Platz vorbei, hinten über die Brücke in den Ort hinein und zeigen euch, dass man in Rech eine gute Zeit verbringen kann. Die Parzellen sind 11 mal 5 Meter, so dass ihr hier einmal die Parzellierung durch diese Gesteinsbrocken habt und für euch euer Territorium begrenzt habt. Auch jetzt gerade kommt wieder ein Wohnmobil an. Der Platz wird angenommen. Von daher auch für uns mal eine Alternative, hier zu stehen, um eben mal einen anderen Blickwinkel als in Maischoss zu haben. Und jetzt kommt die versprochene Tour noch einmal um den Block da hinten. Auch hier ist geöffnet, also gefühlt mehr geöffnet als in Maischoss. Viele Lokale. Auch offen, echt toll. Ich hatte gar nicht so viele Fachwerkhäuser hier in Erinnerung. Hier noch schnell unser Fazit zu dem Wohnmobilstellplatz in Rech und dem, was wir gesehen haben. Rech hat einen wunderschönen alten Ortskern. Viele Lokale sind offen. Gastronomie hier ist komplett intakt. Besser als in Maischoss. Es gibt so viele Lokale. Ich habe eben gesehen, Flammkuchen 8,60 oder ein Winzer hatte frische Erdbeerbowle mit Sekt. Also es wird so viel geboten, wer einfach nur hier den Tag genießen möchte, nach einer Wanderung einkehren möchte, ist hier echt bestens aufgehoben. Der Stellplatz zum autark stehen, prima, hätte man mich machen lassen, hätte ich mir vielleicht eine andere Stelle ausgesucht. Wir haben gerade bei unserer Rundfahrt Stellen gesehen, die aus unserer Sicht vielleicht lukrativer, interessanter gewesen wären, hätte man ein paar Euro draufgeschlagen. Hätte man dort auch langfristig vielleicht einen Platz machen sollen. Aber da wir an der Stelle auch nicht wissen, wie die Pläne sind, wo vielleicht noch ein Platz wieder hin soll, ob das die endgültige Lösung ist. Von daher, man hat was geschaffen, das ist gut. Gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch und weiter so. Hier, auch hier ist der Mut der Bewohner zu spüren und jeder möchte einfach wieder den Tourismus wieder haben. Kommt her! Genießt, kehrt ein, dreht eine Runde zu Fuß oder mit dem Rad. Auch Rech hat einen Besuch verdient. Und wir haben an der Stelle vielleicht ein Like für das Video verdient, ein kleines Abo. Und ansonsten Daumen hoch fürs Zuschauen, für uns, für euch. Wir sagen wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der nächste Stellplatz kommt in 7 Tagen spätestens. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.